Hallo, meine doppelt kassieren lassenen Vielbesteller und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen hier beim Supermarket Simulator. Ja, ihr könnt oben schon sehen, nur noch 8500. Ja, dies ist korrekt, aber ich habe mal die gesamten Regale hier einmal wirklich aufgefüllt. Also hier ist schon wirklich sehr viel nochmal nachgekauft, so dass wir die Möglichkeit haben, einfach mal den hier ist schon wieder nach und drin auch schon aufsortiert, sodass wir einfach wirklich mal losstarten können heute. Und dann schauen wir mal, was, wo, wie und wer unser Ziel heute sein soll. Also eigentlich ist es ja so, dass wir noch einen neuen Auffüller bräuchten. Die zwei sind schon schnell agil, aber ich sag mal, wir haben immer noch sehr viel Fluktuation, was die Ware angeht. Also die kommt rein, ist schnell wieder raus und aus die Maus. Und genau darauf müssen wir dann mal ein bisschen eingehen. Und darum werden wir uns auch kümmern heute. Wir gucken mal jetzt ein bisschen, wie es läuft, was passiert. Dafür muss aber erstmal Kundschaft kommen. Ich so sage, edle Zwirn der Herr. Ja, das ist ein sehr guter Stil, nur sie haben ein paar Löcher in ihrem, ja, Hallöchen. Kommen sie da rein, können sie rausgucken und können sie viele Ware kaufen. Genau, wir gucken jetzt einfach mal, was wir machen. Ich habe übrigens auch eure Kommentare ja gesehen. Habt ihr ja noch nicht geschafft zu antworten. Ich kriege die ja immer noch per Mail. Da lese ich sie meistens schon. Übers Handy ist für mich Antworten immer so, nee, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, weil ich sag mal, das dann nehme ich mir zu viel. Das mache ich immer schön ganz gemütlich am Computer. Und ja. Ist mit der Mod zum Bleistift, finde ich ein schöner Vorschlag, aber ich versuche gerne Spieler, besonders jetzt am Anfang des Starts, erstmal nur das Original zu spielen. Mods kommt für mich immer so ein bisschen später dann in Frage, wenn du das Spiel wirklich schon weit mal gespielt hast, vielleicht in der zweiten oder in der dritten Staffel dann, finde ich dann immer ganz gut. Und irgendwie wurde gesagt, wir können scheinbar nun doch Regale und Sachen wieder verkaufen. Ah, guck mal da. Danke für diesen Tipp. Die Möglichkeit besteht jetzt also wieder. Wenn wir jetzt F gedrückt halten, konnten wir den wieder retour verkaufen. Dankeschön. Damit sind wir den jetzt sozusagen auch mal losgeworden, den einzelnen, den wir nicht mehr brauchen. Also falls wer die Möglichkeit haben möchte, die zu verkaufen, ihr müsst es den Gegenstand dann einpacken, in der Hand halten und dann die F-Taste gedrückt halten. Dankeschön dafür. Haben wir dann auch gleich angefangen. Und genau. Und wenn ihr irgendwie was Verbesserungsvorschläge oder sowas macht, könnt ihr immer gerne machen. Habe ich keine Probleme damit. Ich gucke dann natürlich immer durch und selektiere, was ist für mich wichtig, was nehme ich gerne und wo sage ich, mache ich zum Bleistift erstmal noch nicht, wie mit den Mods. Weil die werde ich immer, die mache ich, sowas mache ich immer erst später. Ich will erstmal so dieses Originalspiel haben, weil das hat der Entwickler gemacht und das ist ja immer, was wir dann immer noch dazu packen, sind dann sozusagen die Mods, also die Mod-Entwickler, die das natürlich können, wir selber können es ja leider jetzt nicht so, aber sozusagen so ist so der Werdegang, wie ich das immer sehr gerne handhabe. So, warte mal, ich wollte jetzt eigentlich gucken, was wollten wir jetzt als nächstes machen. Also wir könnten jetzt eine Lizenz kaufen, dann könnten wir nochmal ein bisschen Krabbenstück scharfe Soße machen. Wachstum, eigentlich wäre jetzt Wachstum das nächste, denn Lager ist ja fertig, Anpassungen haben wir ja noch nicht. Einstellen ist noch drei Dinger, die wir kaufen müssen, dann können wir auch bald einen dritten Kassierer. Aber wäre sozusagen eigentlich dann mal langsam Wachstum wieder. Guck mal. Beim nächsten hast du schon 4.400, 6.700. Und du brauchst aber, glaube ich, drei Abschnitte. 1, 2, 3, damit sich das sinnvoll erweitert. Ich hoffe nur nicht, dass das sich immer länger jetzt zieht. Dann wäre das so... ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, wie unser Einkauf sich so ein bisschen macht. Ist dann schon, sieht das mit dem Öl wieder ein bisschen kritischer aus. Wobei, ne, er packt nochmal rein. Guck mal, jetzt haben wir davon nur noch 6 und 5 und wir stehen noch am Anfang. So, jetzt kannst du eigentlich auch mal Öl machen. Ah ja, ich arbeite jetzt sehr viel auch damit, das hatte ich auch als Tipp bekommen. Ich arbeite jetzt sehr viel über den. So, upp, haben wir gleich schon mal nachgekauft, dann können wir die Sachen dann gleich wieder reinlegen. Ich hoffe, das nächste, was er verbessert, ist mit der Lagerung, dass sie immer automatisch den kleineren Karton hervorgreifen und nicht den größeren. Das wäre mir lieber ein bisschen. Ja, ich habe ein bisschen mehr Ware wieder gekauft, wie ihr da unten sehen könnt. Also wir haben schon ein bisschen was jetzt im Petto.
Wir haben schon ein bisschen was da. Was ich finde, was er auch noch machen sollte, ist, dass du Ware retour verkaufen kannst, die du gekauft hast, zum Beispiel zu viel, und die für die in Einkaufspreis erstmal zurückkaufst. Vielleicht noch später irgendwann mit so Einstellungen. Wenn es schwieriger ist, kannst du halt nur so und so viele Teile zurückkriegen. Und wenn es so und so viel ist, kannst du so und so viele Teile zurückkriegen. Soll ich meinen, das ist ja auch eine interessante Möglichkeit. Ja, heute ist schon, wir haben jetzt eigentlich einen ganz locker flockigen Tag, ne? Wir machen jetzt hier nur ein bisschen, stehen rum, gucken zu und schauen, dass da alles funktioniert. Mal können wir den Jungs doch mal ein bisschen helfen. Ich nehme mal den Kaffee hier. Guck mal, der Kaffee ist schon eigentlich. Ich habe davon total viel gekauft. Ich habe den voll aufgefüllt. Ja, genau. Mein Kaffee genieße ich auch gerade, deswegen können wir auch mal nochmal meinen Kaffee nachgucken. Das ist das cool, du machst wirklich so Einzeldinger gerade. Du gehst so drauf ein, so ein bisschen Kaffee fällt. Flum, 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 flum. Aber die Mod, die auch empfohlen wurde, ist an sich nichts Schlechtes. Ist eine Mod, wo man sehen kann, nee, wo du mehr bestellen kannst, glaube war das. Ich glaube, es war, wo du mehr bestellen kannst. Und wo du siehst, was du nicht mehr auf Lager hast. Das ist halt auch eine interessante Mod, ja. Finde ich cool an sich. Aber ist jetzt erstmal ja noch nicht vom Spiel sozusagen. Und dadurch, dass noch nicht vom Spiel ist, wollte ich mich da jetzt noch nicht so hineinbubbeln. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Wir kommen wahrscheinlich da noch hin. Und so. Aber noch erstmal nicht. So, Schokolade. Warte mal, wir haben kein Schädel mehr. Oh. Oh, da war alle weit für das ein FPS. Was ist denn hier los? Ja, gut, ich muss in letzter Zeit, ich muss mal wieder mein Dings updaten. Schwarzer Tee ist schon leer und hier ist auch kein Lichtchen mehr. Müsste aber noch reichen. Aber weißt du, was du mal bestellen könntest? Du könntest mal wirklich Licht bestellen. Ja, mach mal drei. Mach mal drei. Mal hier so ein schönes Lichtchen im Eckchen. Schönes bei dem verschwindet ja immer automatisch. Deswegen hier geht es ja jetzt so. Ist ja auch noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber machst du hier noch ein? Dass wir ein bisschen Licht drin haben, das wäre schon gar nicht so ungeil. So, machst du hier noch ein. So, sieht schon ein bisschen besser aus. Cool wäre, wenn man noch verschiedene Methoden hätte von. Mit den Lichtern, das wäre noch eine coole Sache. Hier musst du auch immer aufpassen, ne? Denn dein Laden, ach, guck dir das mal an, ey. Unsere Kassen sind voll. Es ist 9 Uhr abends, unsere Kassen sind noch voll. Wir brauchen wirklich noch bald einen dritten Kassier. Also wir müssen den Laden vergrößern. Damit wir noch eine dritte Kasse aufbauen können. Muss nicht unbedingt ein dritter Kassierer jetzt direkt sein, aber. Ich finde es zum Beispiel blöd, dass eine Kasse voll ist. In dem Sinne, also, dass sie angezeigt wird, dass sie voll ist. Und dann eigentlich müsste wirklich so sagen, ja, die Kasse ist mit Wartezeit verbunden. Wer, du Klaus? Ich sage euch, ich jage euch. Oder bezahlt er den 300-fachen Preis? Hey, Jungs, jetzt guckt mal, ab hier. Leute, es ist auch genial, weil wir haben für 10 Minuten jetzt herum und wir haben schon kein Sushi mehr. Du willst mich doch rollen? Was macht ihr mit dem Sushi, ey? Große Sushi ist immer weg. Boah, das kostet uns gleich richtig Geld, sage ich euch. 1, 2, 3. Du bist sogar 500 schon, die du nur für großes Sushi ausgibst, weil wir so viel davon verkaufen. Pizza ist jetzt auch nicht mehr. Also Pizza, blablabla. Die kommen nicht mehr hinterher, habe ich das Gefühl, müsste man dem hier schon wieder ein bisschen helfen. Thunfisch. Thunfisch ist auch schon wieder ziemlich nah am Abgrund. Ja, wir können ja denen hier noch ein bisschen helfen, da wir jetzt ein bisschen Zeit haben. Was ist da mit Sushi Klein? Kannst du auch noch mal hier nachfüllen? Oh, dann kannst du auch noch mal kleinen Sushi und Thunfisch schon mal ein bisschen nachbestellen. Kleinen Sushi und Thunfisch kannst du auch schon mal nachbestellen. Ich habe so fast ein Taui, der schon wieder rausgeht. Aber der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Wobei die Eier, da letztes auch schon wieder nach.
So. Und leer. Wir helfen einfach mal den Jungs ein bisschen, damit sie auch in ihren wohlverdienten Feierabend kommen. Guck mal, das geht aber eigentlich. Obwohl wir jetzt dann wieder trotzdem arg eine große Bestellung eingehen müssen. Obwohl wir dann wieder arg eine große Bestellung hineingeben müssen. Das ist schon heftig. Oh, das war schon leer. Upsi. Habe ich so einen kleinen? Ne, guck mal, so einen kleinen habe ich noch nicht. Meiner. Da. Ein paar kleine Eier, die haben wir nicht mehr da. Ah, die kleinen Eier könnte man noch mal nachbestellen, wobei ich würde erst mal lassen. Gut, er ist immer noch am Abkassieren. Wir kommen also gut rein. Wir machen plus minus null, glaube ich, diese Runde. Haben dann aber jetzt einen großen Batzen, den wir schon vorbestellt haben, aber noch nicht alles behalten wir. Guck mal. Wenn jetzt solche guckst, du hast noch Zucker. Den habe ich gesehen. Und Macaroni und Ellernudeln. Ja, jetzt, ich habe es diesmal drin, weil es letzte Mal nicht lief. Brauchst du ein oder zweimal Macaroni? Ja, einmal könnte erstmal reichen. Obwohl, ich würde gerne daraus zwei machen. Und dann machst du jetzt, warte mal, Nudeln, 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 Nudeln. Da haben wir jetzt noch nichts weiter. Na gut, der passt noch. Was ist hier schon wieder alle? Oh, Saft. Ach, du Heiliger. Warte, mach erstmal Ella-Nudeln. So. So, genau, das ist aber bei neun, das ist aber fast ein Taui wieder drin, den wir bezahlen müssen. So, haben jetzt aber auch ein Minus von 74, weil wir haben eine riesen Bestellung gemacht. Wir haben nochmal uns 120, also wir hätten minimal ein Plus gemacht, hätten wir die Lampen nicht gekauft. Schwarzer Tee geht hoch und Sushi Klein geht runter. Schwarzer Tee geht hoch. Also wir jetzt bei 6,40 und Sushi Klein. Ich hasse euch. Sushi Klein geht doch aber gar nicht runter. Hab ich vielleicht zwischendurch vergessen, den zu verändern. Oder sind nur ein paar Cent, ne? Jetzt sind immer noch 21,40. Ah, was war denn das jetzt, Minium? So, dann schick mal deine Großbestellung ab. Jump. Was haben wir hier? Sushi groß. Guck mal hier. Flum, flum, flum. Flum, 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 flum. So. Haben wir gleich selber mal aufgefüllt. Und wir hatten aber gesagt, bevor wir jetzt hier weitermachen, komm. Wir setzen gleich mal ran. Wir wollen jetzt, das ist ja ein bisschen, wir sind ja ein bisschen auch am Ausprobieren, ne? Wir wollen ja, dass das so ein bisschen bleibt, dass wir den laufen lassen. Also ich würde den Laden wirklich gerne einfach mal laufen lassen. In der letzten Folge haben wir ja schon gemerkt, dass das ein bisschen funktioniert. Und den würde ich jetzt gerne wirklich dauerhaft durchsetzen, damit wir einfach mal gucken können, passt oder passt schnell. Das ist eigentlich ganz wichtig. So, was haben wir hier? Thunfisch. Ach, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen immer frustriert. Das ist raus, Kiste rein. Raus, raus, Kiste rein. Susu. Zucker da rein. Was haben wir hier? Makaronski. Makaronski. Ab da rein. So, wir haben hier noch ein bisschen was. Da noch ein bisschen was. Oh, Tee geht schon wieder leer, oder was? Ja, wie wir ja schon wieder alles schon am Weiterkaufen ist. Aber Erdnussbutter, Honig. Okay. So, Butter, Honig, Tee. Wollen wir Kaffee schon mal kaufen? Nee, Kaffee würde ich jetzt nicht gleich kaufen. Der Rest ist alles so. Wir besitzen ein bisschen was und wir besitzen ein bisschen nichts. Dann haben wir noch ein bisschen, dann haben wir noch ein bisschen. Ja, wir machen erstmal den. Wir kaufen erstmal nur das, was wir brauchen. Einmal den grünen, einmal den schwarzen. Lalalala. Ist jetzt heute einfach mal so ein kleiner Drinchen, wo wir einfach mal gucken, wie weit können wir uns voranentwickeln, um bleistiftweise den Laden zu vergrößern.
Weil irgendwie müssen wir ja doch mal langsam vorankommen. Jetzt nehme ich schon wieder noch einen, den ich reinnehme. Wäre zu viel. Guck mal, wir könnten mittlerweile 5000 professionellen Kredit nehmen. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir zahlen eine Rückzahlung von 8000, tägliche Zahlung 300 oder eine tägliche Zahlung von 1000 noch was, um einen Kurzkreiskredit zu nehmen. Müsste man eigentlich mal machen, um euch zu zeigen, wie das aussieht. So, 71, das ist schon mal bezahlt. Wachstum. Upsala, da ich mir jetzt aber. Holla, die Waldfee. Na, wo haben wir denn? Genau, siehst du, und jetzt ist hier dahinter eine Erweiterung. Und das ist genau, was ich meine. Jetzt kommt der und der. Und wir haben halt das Problem, dass wir. Wie willst du das jetzt ausschachteln? Jetzt müsstest du den da herumdrehen. Da einen ran und da erstmal einen ran. Damit du den ein bisschen nutzen kannst. So. Oh, ich glaube, jetzt kannst du. Ah, guck mal, du kannst sogar den noch reinpacken. Ach, wie die Ware da raus verschwindet, sah auch voll genial aus. Ah, ich muss die Maus wieder langsamer. Das Problem ist, es ist wirklich diese Snap-Punkte mir hier noch fehlen. So, dieses Raster-Ding. So, siehst du? Schon hast du hier so, kannst du hier schon mal rein und oh, die Ware ist hier. Ne, bringt mir nicht viel, aber ja, das ist schon mal okay. Weil du kannst das ja eigentlich so lassen, weil wenn du die nächste Erweiterung machst, passt das eigentlich schon. Das kannst du nämlich sozusagen so einfach stehen lassen. Die kommen hier ran, die kommen da ran und zackig, mag ich. Genau, und hier lassen wir, hier mache ich keine ran, weil die Wand kommt als nächstes weg. Dann rutscht die Ware nach hinten sozusagen. Dann können wir das ganze Ding ein bisschen vergrößern und dann wird das ganze Ding eh wieder teilweise umgestellt. Ah ja. Das ist toll. Oh. Moonbonks. Und Honeybees. Ah ja, das geht noch, ne? Kannst du auch nochmal flop, 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 flop. So ein bisschen aushelfen machen wir auch noch. Damit die Leute nicht ganz so liegen stehen. So, wie sieht's denn hier aus? Chocopic. Auch schon mal wieder verfüllt. Ja, aber im Endeffekt kannst du Müsli ja schon fast neu bestellen. Die da unten haben wir zum Bleistift gar nicht mehr. So, Markt. Und dann machen wir Müsli. Einmal, zweimal, keinmal. So, flop. Ey, das ist gut. Aber ich mag das, wie wir das jetzt haben. Wir haben doch ein bisschen Leben drin, weil wir uns doch ein bisschen beeilen müssen im Gegensatz zu vorher. Ja. Und, es läuft gerade richtig gut, finde ich jedenfalls, weil wir können das alles währenddessen machen. Der Reis geht auch langsam aus. Reis, 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 Reis. So, kannst du mir mal Reis bestellen einmal? So, was sagen wir denn noch hier so? Oh, guck mal, Salz, Salz. Salz ist eine Kiste, die wir jetzt auch wieder nicht haben. Schon mal vorbestellt. Alles, wir kommen jetzt aber gerade nicht so leicht hoch. Irgendwie ist es wieder, als ob es angepasst wurde. Dass wir jetzt so ein bisschen Probleme haben, uns wieder herauszuziehen. Warum habe ich zweimal Salz? Habe ich mich wieder ver... Mein Top-Master-Taste, genau, die klickt manchmal schneller und manchmal gar nicht. Ach ja. Leute, die Ella-Nudeln sind auch schon leer. Die Kassen sind voll, ja. Das merkt man. Oh. Da brauchen wir nochmal Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Nudeln. Flip, flip. Flip, flip. Und das Schöne ist, wir machen jetzt immer so schon ein paar Nachbestellungen, wodurch wir dann immer up to date bleiben und wir sozusagen nicht rausfliegen aus unserem Rhythmus. Und dadurch kommen dann weniger Bestellungen, die wir dann am nächsten Tag zum Bleistift machen müssen. Wow. Oh, warte mal, doch Salz haben wir jetzt aber da, ne? Warte mal, dann kannst du dir ja doch einmal das Salz schon mal nehmen. Dann machst du das hier mal. So, Salz ist wieder da. Ich habe schon gesehen, das Öl wird schon weniger. Toastbrot haben wir jetzt schon wieder gar nicht mehr. So
Achso, das ist schon mal nacherfüllt. Dann hast du nur den einen. Erdnussbutter. Kaffee geht gerade leer, ne? Du machst den, ich mach den. So. So. Ein bisschen was geht immer leer jetzt gerade. Siehst du zum Beispiel da Brot. Dann, was wenig gekauft wurde, diesmal ist Milch. Ich habe eine ganze Weile beobachtet, wie weit das rausgeht. Was sagt denn unser Zucker? Zucker ist nicht ganz so. Da ist ein Teil wieder weg. Warte mal, jetzt habt ihr den schon wieder rausgekauft. Holla, die Waldfee. Also man muss sich schon so ein bisschen unterstützen, damit du hier ein bisschen Laden voll hast. Also das Ding. Guck mal, die Honeybees, die gehen aber raus. Die hatten wir erst neu gekauft. Die waren jetzt nicht ganz so. Ach ja, es ist toll. Also machst du nach und nach, haust du die Sachen schon raus. Wie sieht es mit der Soda aus? Mit dem Wasser und der Seife? Guck mal, die Seife ist immer noch. Machen wir wieder ein bisschen Seife raus. Ja, guck mal, da kannst du Seife schon mal reinstellen. Müssen wir nicht nachbestellen. Ist aber erstmal noch im Handel da. Was sagt denn die selbst, oder? Die könnte man doch eigentlich nachfüllen und dann könnten wir das nächste Ding doch da reinpacken. Guck mal, wir haben ja nicht so viel davon drin. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Und dann schon geht es runter. Bisschen angeglichen. So, Seppeli-Sepp-Soda. Was haben wir jetzt noch? Wasserblau. Ei, Benni. Nee, ist aber weiß, ne? Das ist der blaue. Okay. Warum auch immer. Ich den noch nicht reingepackt habe. Siehst du? Wow, aber guck mal, finanziell, wir kommen fast auf denselben Nenner wieder raus. Ach du, Jiminy, wir kommen fast auf denselben Nenner raus. Dafür, dass wir hier erweitert haben. Wow, wir haben immer noch Kunden drin. Der Pommes der Fritzkes gehen mir nämlich jetzt auch wieder leer. Pommes Fritzkes geben mir auch wieder leer. Hähnchen, Pommes Fritzkes. So ein bisschen was geht jetzt leer. Aber wir haben jetzt den wieder rausgeholt, wo wir es schon bezahlt haben. Wir haben uns dann eine nächste Erweiterung uns hier rausgekauft. Ich würde dann erstmal die Erweiterung rauskaufen. Und dann könnten wir planen, nochmal zu vergrößern wieder an. Wie gesagt, mir wäre es wichtig, halt noch eine dritte Kasse dann aufzusetzen. Da könnte man wieder selber mitkassieren. Aber dann musst du das aufbauen und dann wird das hier auch wieder ein bisschen verändert. Weil jetzt haben wir es ja sozusagen gehabt, dass es so ein Rundgang ist und dann gehst du zu bezahlen. Jetzt hast du ja dann, dass du hier so einen größeren Rundgang hast. Und dann kannst du die Kassen hier hinten anders setzen, wo du dann, ne, anders laufen. So, was sagt unsere Statistik? Wir haben ein Minus von nur 356, ja. Dafür, dass wir aber auch eine extreme Erweiterungskosten eigentlich mit hineingebobbelt haben. Ohne den, musst du den mal reinziehen, hätten wir fast 3000 im Plus gehabt. Wenn wir 2600, dann wären wir knapp bei, oh, wir sind über 13.000 gewesen. 14.000. So, wir werden mal belohnt. Milch, 6er-Pack, ja, Promotion. Da gehen wir jetzt auf 13.20. Jakobsmuschel. Das ist der Moussaka, dann ist es der, geht jetzt auf 4,7. Die anderen weiß ich gerade nicht mehr. So, das ist jetzt aber bezahlen wir schon ein bisschen mehr Miete und sowas. Das wird jetzt auch immer ein bisschen höher. So, gib mir mal ins Code. Irgendwie zwei Sachen waren noch, die ich jetzt gerade nicht ganz mitbekomme. Die habe ich schon. Ja, genau. Büde und Hähnchen haben wir nochmal neu. Oh, Hähnchen auf 11. Und Buddha ist da unten auf, naja gut, viel ist es jetzt nicht, aber sind immerhin 3,30, also 20 Cent sind da immerhin nochmal mehr und dann machen wir einen Profit von 1,75. So, und wie gehabt, Tag 3 könnten wir hintereinander wegspielen, verstehst du, wie ich das meine? Das ist halt der Clou dabei, wenn du so ein bisschen, guck mal hier, der ist noch so viel, dann können wir den auch schon mal auffüllen, dann haben wir immer so einen kleinen Überblick.
wie unsere Ware gerade aussieht. Im Endeffekt kaufen wir immer so ein bisschen heraus, ein bisschen herein. Ach du Heilige. Kartoffeln. 1, 2, 3, 4 brauchen wir auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4 Brot. Machen wir 1, 2. Butter. 1, 2. Honig kannst du auch schon mal zweimal bestellen. Dann haben wir die hier schon mal einmal komplett aufgebaut. Weil du jetzt nämlich das ganz einfach machst. Ich nehme den Honig schon mal raus, bob den dahin und wir können aber das nachlegen. Wir können das schon reinlegen und dann haben wir nämlich das Regal wieder nebenbei aufgefüllt, während der Laden nämlich läuft. Das ist das Tolle. Das macht halt so viel Spaß, weil wir uns jetzt diesen Kunden nicht mehr widmen, sondern da wir das laufen lassen. Wir können den Laden einfach direkt durchlaufen lassen. Hui! Aber wir haben die Zeit. Wir können das einfach nutzen. Wodurch du dann aber auch immer einen Geldfluss hast. So hast du nicht, ich gebe das so leider aus. Oh, ich kann keine Einnahme machen, weil ich keine Ware mehr habe. Sondern du kannst es dann einfach durchziehen. Und ich weiß, ich habe da gerade einen Fehler gemacht, weil dich muss ich da rausnehmen. Du gehörst da nicht rein. Mein Brody Hody kommt da rein. Oh, ist das. Das läuft. Ist ja schon fast, dass man nochmal gleich die nächste Erweiterung einfach kauft. Ne, warte mal. Zucker musst du zweimal kaufen. Zucker, 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 Zucker. Ne? Dann machst du einmal den Zucker noch. So, was sagen wir denn hier? Einmal, ne, zweimal blau und einmal rotes Mehl. Ja, komm, beides Öle könnten wir auch noch mal holen. Dann holst du einmal den Öl und dann hast du schon mal 300 wieder ausgegeben. Und trotzdem nimmst du die ganze Zeit Geld ein. Die ganze, ach, das ärgert mich immer noch. Nur ist das hier so doof ist. So. So. So, so und so. Was hast du dir da rausgenommen? Ja, siehst du, das ist doch cool. Du machst das, die machen da schon wieder gleich Geldeinnahmen. Du gibst wieder ein bisschen was raus und die machen da schon wieder Geldeinnahmen. Was ist? Die Kassen sind voll? Nee, auch irgendwas ist immer wieder zu teuer, aber. Naja. Das ist schon mir egal. Das ist dein Pech, nicht mein Pech. Im Endeffekt, mir kann ja auch was zu teuer sein. Das bringt mir auch selber nichts. Wir sind auch öfter Sachen zu teuer, aber was habe ich davon? Ich kann mich ja zwar beschweren, aber es wird trotzdem nicht geändert, weil ich bin halt eine Person, die das beschwert und trotzdem gibt es viele Personen, die sich das zum Bleistift leisten können und leisten möchten. Also muss man dann immer abwägen. Ist es für den Einzelnen oder für den Gesamten? Und du musst ja auch dran denken. Wenn die das hier verkaufen, die haben auch, ja, seht ihr, wir haben ja auch an Kosten, wir haben ja Beschaffungskosten. Regulär hast du ja noch dann, wenn du hast ja dann öfters noch, dass du einen Lieferanten hast, den du musst du bezahlen und den und den und den. Also da ist auch öfters was, was dann noch mit drinne steht. So, pass mal auf, wir brauchen Kaffee. In zwei, in zwei. So, was brauchen wir noch? Oh, Nudeln, die sind komplett leer. 1, 2, 3. Die sind noch da. Reis. Reis kannst du einmal holen. Oh. Jetzt geht uns das auch noch leer. Warte mal, Kuchen geht uns auch noch mal leer. Oh. Machen wir hier. Dann gehen wir jetzt nämlich hier in die Süßigkeitenabteilung. Das ist schön, dass die Süßigkeiten sind immer alle in einem. Okay. Also den brauchen wir auf jeden Fall zweimal. 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 Das war jetzt ein Fail. Zweimal. So, jetzt stellen wir die auch nochmal. Und dann haben wir jetzt eine ganze Menge Ware da liegen. Flubbig. Das ist das Schöne. Da guck mal, das läuft trotzdem.
Es läuft einfach trotzdem durch. Und das ist das Tolle. Und wir brauchen wirklich einen dritten. Wir brauchen jetzt wirklich langsam einen dritten. Also wenn wir das so machen wollen, wie wir es jetzt machen, brauchen wir echt einen dritten. Damit das halt durchlaufen kann. Dass du noch einen hast, der sich mit darum kümmert, der das mit einräumt, dass die sozusagen mit der Ware hinterherkommen. Aber ich finde schon nice. Also wir haben da wirklich schon eine gute Stufe erreicht. Und das Probeprojekt, das klappt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Du kannst also schon es laufen lassen. Ist halt ein klein Ticken stressiger als vorher. Aber alles in allem funktioniert's. Und das ist das Tolle. Wir haben eine Erweiterung gekauft und haben das gleich wieder eingenommen. Und dadurch geht das aber alles. Und jetzt bauen wir auch langsam so ein bisschen auf. Von der ganzen Thematik her, also besser kann es gar nicht gehen. Klar, wir haben immer noch so ein paar Produkte von der Fluktuation, die dann mal auf einmal hereinbrechen, mal nicht. Aber insgesamt ist das sozusagen, die Nachbestellungen sind weit weniger, als wir sie vorher hatten. Guck mal, jetzt hast du zum Beispiel die Regale wieder aufgefüllt. Die anderen Regale müsstest du jetzt, würde man wirklich so brauchen, dass die vielleicht auch noch anfangen würden, das richtig einzusortieren. Und. Aber guck mal, wir können damit auch zum Beispiel 3 Tage. Wow. Die Kartoffeln habt ihr mir fast leer gekauft, ne? Ich habe Honig hingestellt. Und sei zufrieden. Guck mal, wie hier alles daraus gekauft wird. Das ist so genial. Aber wir haben ja auch Ware da. Außer Kartoffeln. Kartoffeln haben sie jetzt schon wieder ganz schön herausgekauft. Oh, jemine. Komm, die Erdnussbutter habe ich gesehen. Die ist jetzt auch schon eigentlich fast leer. Ah, die helfen wir euch nach so ein bisschen. Ja, ich bin ja bei euch, Jungs. Ich helfe euch hier ein bisschen. Das war ein bisschen nachfüllen noch. So zum Feierabend hin. Toastbrot. Haben wir noch Toastbrot? Das eine Müsli ist leer. Ne, warte mal, Toastbrot hast du da. So. Jetzt haben wir echt das Müsli schon wieder leer. Ach du Jemine, das Müsli kaufen die gerade ja wie verrückt, das einer. Oh, da kommt doch nochmal eine Menge wieder, was wir nachkaufen müssen. Weil wir einfach die Ware herausschmeißen wie nichts. Ululululu. So. Kassen sind voll. Ja, ich weiß, wir werden demnächst Abhilfe schaffen, aber dazu müssen wir erstmal noch 2 Räumlichkeiten erweitern. Also wir sind jetzt wirklich, ich muss sagen, Experiment mit dem Direktkauf und weitermachen und gleich reinholen, finde ich positiver, als immer jeden Tag das Ding abzuarbeiten, zu schauen. Somit sind wir immer up to date, was die Kosten betrifft. Dadurch erweitern wir das. Sprich, wir machen keine Pause mehr drinne, sondern wir ziehen das sozusagen gleich durch in dem Sinne. Und das funktioniert. Das ist nice. Ah, so. Finde ich toll. Also ich finde, da haben wir schon uns ein Stück verbessert. Und guck mal, wir kommen jetzt gleich auf die 14.000 dadurch. Wir kommen jetzt gleich auf die 14.000, was schon mal ein ganz gutes Plus ist. So, jetzt helfen wir hier. Klar, wir werden jetzt am nächsten Tag, werden wir hier auch wieder anfangen schon. Hier werde ich dann am nächsten Tag anfangen aufzufüllen. Sprich, wir werden in der nächsten Folge uns wiedersehen. Ist das Lager voll? Aber wir haben schon viele Materialien noch da. Ne? Das ist der Vorteil. Guck mal, wir haben immer noch 5 Kunden. Und wir kommen über die 14.000 rüber. Das musst du dir mal reinziehen. Wir sind jetzt schon wieder über die 14.000. Dabei haben wir gerade erst eine Erweiterung gemacht, haben große Bestellungen gemacht, haben alles wieder angefangen aufzufüllen, vorzubereiten und fertig zu machen. Guck mal, hier könntest du auch nochmal gleich machen. Dann haben wir die nämlich auch fertig. Also die Töfte, das merkst du, die musst du nachbestellen.
Das merkst du, musst danach bestellen. Toastbrot ist noch nicht ganz. Den können wir auch schon mal uns widmen, sodass die Dinger hier auf jeden Fall vorbereitet sind. Ne? Also das Ding hier zum Beispiel, siehst du schon, okay, da musst du von den Kartoffeln nachbestellen, nochmal eine Milch, nochmal ein Brot, nochmal ein Honig und dann bist du da auch schon wieder fertig. Was sagt das Mehl? Guck mal, das Mehl wurde jetzt weniger verkauft. Und das andere Mehl wurde jetzt wesentlich öfter verkauft. Und schon wieder ein Karton raus. So, 14.300. Das ist schon, das ist Deluxe. Das ist Deluxe. So, also wie gesagt, ich finde, ist eigentlich super angenehm. Wir springen noch einmal rüber, dann können wir das zusammen das nochmal abfassen. Guck mal, wir haben 2781 plus gemacht und unsere Bestellkosten konnten wir dadurch decken, dass wir im Endeffekt immer nur das schon ein bisschen nachbearbeitet haben. Klar, jetzt werde ich noch mal einiges hinausschmeißen. Oh, der Parmesan ist hoch, aber das Mozzarella ist runter. Oh, der Mozzarella haben wir gar nicht mehr. Sehr gut, da muss man nämlich dann nachbestellen. 6,40. So, und noch irgendwas war runtergegangen, ne? So, jetzt haben wir hier schon mal, guck mal, wir sind trotzdem immer noch über 14.000. Immer noch. So, Soda Cola ist runter. Soda Cola runter. Soda Cola runter. Soda Cola runter. Okay, okay. Soda Cola ist runter. Genau. Mist, da bist du auf 2,40 runtergegangen. Eieiei, 50 Cent wieder Verlust hier. Verdammt! Ah, jo. Also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann ist hier wieder alles ein bisschen auch gecleant und refreshed. Ne? Also dann haben wir hier auch alles wieder vorbereitet, nachbestellt und aufgefüllt. Dann haben wir da auch alles gleich einmal da. Und ansonsten muss ich sagen, ist eigentlich schon cool. Ist eigentlich schon cool. Der Laden, der fluppt schon so ein bisschen. Der läuft halt wirklich durch. Also, du kannst ja durchlaufen lassen, die ganze Folge, wenn du am Anfang der Folge einmal fett auffüllst. Und dann hast du locker 3 Tage, haben wir jetzt gemacht, die haben jetzt 3 Tage durchgespielt. Und das lief alles sehr gut. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dort werden wir uns dann um die Vergrößerung des Ladens weiterhin kümmern. Und dann werden wir mal sehen, wo wir denn noch landen werden. Ich bin ja gespannt. Kommt Zeit, kommt Rat, ihr kennt das ja. Und auf jeden Fall als nächstes müssen wir noch die beiden Wände da einreißen, dass wir das einmal vergrößern und dann noch einen dritten einräumen und noch einen dritten kassieren und dann die Lizenzen natürlich hineinbabbeln, sodass wir dann alles nach und nach abarbeiten können. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.